Moin Freunde, hier ist der Bam Bam und hier ist der nächste Bam der Woche. Die ganze Woche hat er nichts von mir gehört und nichts gesehen. Ja, im Moment ist es für mich äußerst schwierig überhaupt, wenn sie was am PC zu machen. Manchmal habe ich abends nur gerade so eine halbe Stunde Zeit für zu spielen. Hausumbau, neues Dach, Obergeschoss renovieren. Ihr könnt euch vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Dazu nur nebenbei real arbeiten gehen. Da bleibt echt nicht viel Zeit. Und dann noch Familienvater. Also, der eine oder andere wird jetzt sagen, ey, der ist immer nur im Jammern. Aber ja, ist halt leider so. Und nebenbei will ich euch natürlich hier nicht abschmatzen, ne? So, dass ihr sagt, der macht nichts mehr. Also, das ein oder andere Video kommt und vor allen Dingen den Bam der Woche will ich überhaupt nicht, ausfallen lassen. Kann irgendjemand dieses Fahrzeug hier erkennen, ohne dass ich jetzt umschalte? Ja, jetzt, oder? Jetzt könnt ihr dann erkennen. Wer wäre es? Es ist ein Chines und wir sind auf der Karte Siegfried Line im 10er 98er mit Stopptier Auto Anton im WZ 111.5a. Die Kiste habe ich ja selber auch, ich glaube, schon in einem meiner Garagenvideos vorgestellt. Könnt ihr euch mal angucken. Ist meiner Meinung nach einer der geilsten 10er, die dabei sind. Geht mir selber persönlich sehr gut ab, weil die Karre ist mobil ohne Ende und hat dazu dann noch einen schönen Bums und ist auch noch bouncy. Okay, Siegfriedlinie, normal Standard-Match, 10er 98er, haben wir schon gesagt. Kanone ganz kurze, 130 mm mit 490 Damage bei 250 Durchschlag. Und wenn er Heat schießt, hat er 340 Durchschlag. Gucken wir uns die Match-up, wollte ich sagen. Gucken wir uns gerade mal noch an. Der Al Bundy ist dabei. In der Su 130 PM. Da ist die Kurzler. Gut, ich würde sagen, wir gehen in seine Sicht, zack, und, Entschuldigung, Auto, Anton, dann nimm uns mal mit auf diese Runde des Todes, so wie das von der Auswertung her aussieht. Jetzt wird der ein oder andere dann auch wieder sagen, ich nehme es immer vorne weg, mit dem Ding Top-Tier, das kann ich auch, ja, immer her damit, ne? Wenn du das auch kannst, ist das ein Bam der Woche wert. Also her damit. Wie stellt er sich dann jetzt mit dem Arsch? Guck dir das an. Guck mal, wie der da steht. Immer schön die Kette ziehen im IS-7. Tja. Weiß nicht, ich hab mich doch... TV Pezito, kennen wir ja, ne? Das ist der Fernsehsender, der chinesische. So, was ist denn Hünne los? Dem WZ... dem WT auf Panzer 4 hat er eine mitgen, der hat aber auch eine gefressen von dem. Also im Moment tradet er ziemlich schlecht. Den hat's aber koscht. Ruhig bleiben. Und dann, wenn der Typ immer aufsteht, dann tritt's ihn voll aus dem Bild. Gibt's Artis? Jo, zwei Stück auf jeder Seite. Eieieiei. Der IS-7 traut sich hier was. Da haben wir einen M103, glaube ich, ne? Schön, guck dir das an. Flipp, weg ist er. Zweiter Kill. Herrlich. Jetzt der IS-7. Der muss jetzt raus. Schön. Jetzt hat er einen Arti-Hit-Crit. Aber hier hat er auch schon mal schön aufgeräumt. Jetzt der WZ noch. Ach, guck mal da. Ja. Den hat er aber noch gerade so. Oh, und die Arti schlägt schon wieder in. 4 Kills in so kurzer Zeit, das war jetzt gut. Jetzt steht 5-2 für sein Team. Und die Gegner haben auch nur noch 2 10er Panzer.
Gut, sein Team hat noch 3. Toll. Das war ja eine klasse Aussage, Bam Bam. Menschenskinder. So, was haben wir hier? Der Progetto. Kommt der noch weg? Ja, der kommt noch weg. Aber der ist des Todes nah. Der ist des Todes nah. Ah, hör auf. Ah, hör auf. Da ist er weg. Kill Nummer 5. Katula. Oh, und das Ding. Also die Kanone hat einfach so einen geilen Sound. Und. Du hast den nächsten Kill. Kriegermedaille. Kill Nummer 6. Da ist er. Hat er gesehen. Oh, und ist er. Ah, ne, das ist ja nicht. Ah, die tun so richtig klatschen. Da tut es so richtig klatschen. Kann ja mal deine Zähne einzeln aus der Fresse treten, echt, ey. Grille links von dir. Ja. Da wäre ich nicht rausgefahren. Oh, wow, 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 wow. Genau, jetzt musst du gucken, dass du neben die Grille kommst oder hinter die Grille und dann war's das. Ach, ey, T34-2, was fährst du denn da raus? Verstehe ich nicht. So, das war Kill Nummer 7. Kill Nummer 8. Das ist hier einfach. Das kannst du einfach so zack, zack, zack. Ne? 5000 Damage. Boah, er hat das doch gescheppert, ey. Mann, ey. Schönen Dank, du Arsch. Ich bin jetzt erschrocken wie eine Sau. Lecco mio, Kill Nummer 9. Oh, jetzt noch einer, dann haben wir die Pool. Komm schon. Da ist er. Da ist er. Da ist der Kill. Oh, ne. Oh, E75. Deutsch, aber jetzt auch, also Junge, echt jetzt, ne? Ulig. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt. Ja, schade, ne? Da hat er es noch geschrieben. Doch, wenn er. Sieht man das? Ne, das sieht man nicht. Schade. Er hat es noch geschrieben, please, 10 Kills und dann, ja, dann war es vorbei. Aber geile, geile Karre. Einfach, ach, guck mal, wie die dem da vorne. Ziehen euch das da vorne mal rein, sei Schutzblech. Das ist total demoliert. Ja, guck dir das mal an. Mensch, hat die da hingeschlagen, die Granate. Aber, sie hat es trotzdem geschafft. Die Crew seines Panzers hat es trotzdem geschafft, durch zur Halle oder hinne. Ah, ne, das ist Auspuff. Gut, ich habe schon gedacht, der Hinne wird es brennen. Alles klar. Ich würde sagen, ab in die Auswertung. Affengeil gespielt. Einfach alles weggemäht, was im Weg gestanden hat. Und, ja, gucken wir uns die Auswertung einfach mal an. Und das ist die Auswertung dieser Runde, wenn RNG einfach mal auf deiner Seite ist. Ja, gut, am Anfang hat es nicht so ausgesehen, weil am Anfang hat er ja sich mit dem Arsch da so hingestellt und dann hat der IS-7 hat ihm erstmal schön auf der Arsch her, ne? Und, ja, und her, der Rest von der Runde hat einfach gepasst. Überall, wo er hingeguckt hat oder hingefahren ist, hat ein halb tot da rumgestanden. Da brauchen wir einfach nur durchzufahren, ne? Da kommt so ein Ergebnis dabei raus. 9 Kills, 5.500 Schaden gemacht, 1.000 abgewehrt und 1.500 ermöglicht. Krieger, Großkaliber, Radley Walters. Panzers. Also, was willst du mehr? Ne? So zwischendurch mal so Ründchen in einer Zeit von 5 Minuten, gerade mal so Ass im WZ gefahren, passt doch, ne? 57.000 Piepen verdient er am Schluss mit Premium für einen 10er Heavy, der kein Premium-Panzer ist. Das ist ein gutes Ergebnis. Hat er dann irgendwelche Reserven? Ja, hat ein paar Reserven angehabt. Dann kriegt er 3.500 Erfahrungspunkte, obwohl er kein Tagessieg eingetütet hat. Der war schon weg. Okay, das war auf jeden Fall eine gute Ausbeute. 17 Schuss, 17 Mal getroffen, 15 Durchschläge. Ja, der Rest haben wir schon. 1346 Erfahrungspunkte. Damage-Technik. Entschuldigung. Damage-technisch, wie ist das jetzt angehört? Entschuldigung. Wie so Tagesschausprecher. Mann, Mann, Mann.
ich sollte mich mal da bewerben für die Tagesschau. Da werden die Tagesthemen nach oder die Tagesschau ein bisschen knackiger. 1346 Erfahrungspunkte, 9 Kills, 5.500 Damage. Klar der Beste. Okay, ich bedanke mich bei Auto Anton für diese saugeile Runde und wir sehen uns die Woche hier hoffentlich wieder. Bis dahin, euer Bam Bam.